der kleinen Piazza Matteotti mit seinen großflächigen Basolat-Pflastersteinen liegt das ehemalige wunderschöne Kloster der Dominikanermönche, heute Amtssitz der Gemeinde. Das gesamte Kloster wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut und im Laufe der Zeit wurde es mehrmals wichtigen Veränderungen unterzogen. Das obere Stockwerk, wo heute die geräumige Rastkammer liegt, wurde vollständig wiederhergerichtet. Die ursprüngliche Schönheit des Klosters ist vor allem im Kreuzgang zu sehen. Er ist klassisch quadratisch und hat zwei prunkvolle Säulen, die auf die weite Prunktreppen führen. Die angrenzende Kirche des Rosenkranzes stammt aus dem Jahr 1652. Das Innere besteht aus drei Kirchenschiffen mit Tonnengewölben. Hier kann man drei Altäre pro Seite bewundern, alle sehr prächtig und mit Gemälden und Statuen verziert. Der Hochaltar ist aus polychromem Marmor. Darüber prangt das Gemälde der Pietà vom Sohn des berühmtesten Malers Cesare Francanzano, Alessandro Francanzano.